Landwirt.com ist wieder mal unterwegs auf der Suche nach Selbstbauprojekten und heute haben wir das gesucht und gefunden in Straß im Attergau. Wir besuchen nämlich das Projekt von Stefan Eicher. Landwirt.com, der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Ich bin jetzt hier beim Stefan Eicher. Hallo Stefan. Hallo. Wir stehen jetzt vor deinem Selbstbauprojekt, das du bei Landwirt.com eingereicht hast. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen. Was genau hast du da gebaut? Also das ist eine Holzzange mit einem Rotator drin, wo sie endlos dreht und wo zwei Greifer in einem Abstand von 1,20 Meter drauf sind, dass man ein großes Holz nicht nur in der Mitte nehmen muss. Nachdem ich keinen Holzrückgewung selber nicht habe, habe ich immer das Holz mit dem Frontlader, mit einer normalen Palettengabel aufgelegt. Und wenn man das nicht genau mittig erwischt, das Holz, rutscht es immer weg. Oder wenn es nass ist und wie es bei meinem Waldraum ist, ist es ein bisschen steiler. Das hat mich immer, immer gestört. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte irgendwas, dass ich das einzwicken kann. Es gibt ja auch so Niederhalter zum Kaufen, nur auf Paletten, aber das hat mich auch nicht angesehen, weil die eben so 30 cm nicht zusammengängen. Und das einzige Alternative war, ich nehme eine Holzzange, weil die gingen wirklich zusammen auf 4 cm und sowas baue ich mir auf. Warum hast du dich trotzdem dazu entschlossen, das selber zu bauen? Weil grundsätzlich es gibt ja Holzzangen zu kaufen. Ja, ursprünglich hätte ich mal Holzzangen gesucht, auf Landwirt, bei Kleinanzeigen oder Gebrauchtmaschinen. Mir waren die Zangen dann eigentlich zu teuer und vor allem, ich habe nicht zwei gleiche gefunden. Und sagen wir so, nachdem ich sehr gern bastel mit Eisen, habe ich mich dann entschlossen, ich baue mir selber zwei Zangen und mache das selber auf dem Frontlader auf. An und für sich ist wirklich fast alles selber gemacht. Von den Eisenteilen ist alles selber. Die habe ich ausgeschnitten auf einen Plasmaschneider. Nur die Hydraulikzylinder, das ist eh logisch, dass man die kauft. Man muss halt das vorher zeichnen in einem Programm. Aber das tue ich gern. Ich habe schon einige Sachen gemacht. Nur was ich halt gebraucht habe, oder das ist der Drehkranz da. Und den Drehkranz habe ich von einem Bekannten, von einem Freund geschenkt gekriegt, sagen wir so. Er hat das von einem Bagger ausgebaut, weil es kaputt war. Das wäre sicher die teuerste Sache gewesen. Ich weiß auch nicht, ob ich es dann gebaut hätte. Jetzt ist es ja sehr arbeitsintensiv, Schnittteile zu zeichnen, zu planen, auch wirklich Eisen zu schneiden und zu schweißen. Was hast du gelernt? Warum kannst du das? Ja, ich habe mir sehr angeeignet. Also ich habe das Hobby immer schon als Bursch geschweißt. Da haben die Elektroden vom Vater schon verdammt. Gelernt habe ich Großhandelskaufmann, aber das ist irgendwie mein Hobby. Okay. Mit Eisen was machen, das taugt mir. Stefan, was hat dir jetzt dein Projekt da gekostet? Ja, also abgesehen von dem, den darf ich jetzt nicht rechnen, weil ich den geschenkt gekriegt habe, aber so Eisenkosten werde ich so bei 600 Euro sein, mit den Hydraulikzylinder und die Schläuche dazu. Also insgesamt mit dem Verpressen, mit Schlauchen, so vielleicht 1000 Euro Materialkosten. Mhm. Und Arbeitszeit, die darf man natürlich wahrscheinlich nicht rechnen, aber wie viele Stunden hast du daran gearbeitet? Ich habe das nicht in einem durchgemacht, aber ich sage, in zwei Wochen war es fertig. Wir haben eben vor kurzem viel Holz gemacht und da habe ich es also sehr im Einsatz gehabt und es ist nichts gebrochen dran. Also es passt, es wird. Ich bin voll zufrieden. Sehr gut. Ja, dann Stefan, ich sage Dankeschön, dass du uns dein Selbstbauprojekt vorgestellt hast und dass wir dich besuchen haben kommen dürfen. Und liebe Zuschauer, falls auch ihr Teil unserer Videoreihe von Selbstbauprojekten werden wollt, schickt uns eure Basteleien und Tüfteleien an landwirt.com. Die Anleitung dazu findet ihr auf unserer Webseite und die besten und kreativsten Projekte werden gerne von uns besucht.